Abnehmspritzen mit ein paar Mal pieksen zum Traumgewicht? Also mein Zielgewicht ist schon die 75 zu knacken. Vielen Diabetikern treibt sowas permanent den Schweiß auf die Stirn. Ich fühle mich beschissen dabei. Ich brauche das wirklich. Die nehmen es, weil sie dann abnehmen wollen. Und Mediziner warnen vor den Folgen. Wir wissen bei all den Substanzen, wenn wir sie absetzen, dann kommt das Gewicht wieder. Vergangenen Freitagmorgen. Pia Wagner greift nach der Notfalltasche im Kühlschrank. Nicht, weil sie sich verletzt hätte. Die 25-Jährige will Gewicht verlieren. Seit knapp einem Jahr injiziert sie sich deshalb einmal wöchentlich den Wirkstoff Semaglutid per Abnehmspritze in den Bauch. Ist das nicht komisch, wenn man eigentlich gesund ist? Ich bin ja nicht gesund. Warum? Weil ich ein ständiges Heißhungergefühl habe und ein ständigen Hungergefühl. Also, was ist dann gesund? Pia Wagner fühlt sich nicht gesund, weil sie schon lange mit Gewichtsproblemen kämpft. Im Herbst vergangenen Jahres fällt es der Influencerin schließlich immer schwerer, ihr Essverhalten überhaupt noch zu kontrollieren. Im Griff hat sie sich nur noch, wenn sie gemeinsam mit Freundinnen isst, sagt sie. Also ich habe so lange gegessen, bis ich gesehen habe, okay, die anderen hören auf zu essen, damit ich für mich selber weiß, okay, Pia, jetzt ist Stopp. Damals wiegt sie schließlich knapp 100 Kilogramm bei 1,76 Meter Körpergröße. Und das war einfach, ja, weil ich gesagt habe, ich habe keine Kraft mehr. Anfang dieses Jahres entscheidet sie sich deshalb für eine Abnehmspritze, die für Diabetiker vorgesehen ist. Ihr erstes Rezept bekommt sie von einem Heilpraktiker. Inzwischen hat sie einen Kontaktmann, bei dem sie ihre Spritzen kaufen kann. Illegal. Etwa 200 Euro lässt sie es sich monatlich kosten, ihrem Traumgewicht näher zu kommen. Also mein Zielgewicht ist schon, die 75 zu knacken. Momentan bin ich bei 78, 77. Und angefangen habe ich mit 97. Schon Anfang nächsten Jahres will Pia Wagner mit den Abnehmspritzen aufhören und glaubt, ihr Gewicht halten zu können. Der Diabetologe Professor Stefan Martin hat daran massive Zweifel. Auch immer mehr Studien belegen, wer nicht mehr spritzt, bekommt es schnell mit dem Jojo-Effekt zu tun. Wenn Sie die Spritze absetzen, dann passiert genau das, was wir in den Studien sehen. Das Gewicht wird wieder ansteigen, Sie werden wieder mehr Appetit bekommen. Sie fallen in alte Verhaltensmuster hinein, wenn man nicht vorher sich systematisch überlegt hat, wie kann ich denn überhaupt meine Ernährung verändern. Und dann haben Sie wieder mehr Fett auf den Rippen und weniger Muskeln in den Muskeln, weil sie durch die Gewichtsabnahme Muskeln verloren haben. Ich warne davor, dass nun alle glauben, dass das Problem Übergewicht und Fettsucht durch die Wunderspritze gelöst ist. Im Juni dieses Jahres treffen wir Pia Wagner zum ersten Mal. An Diäten will sie damals schon keinen Gedanken mehr verschwenden. Also ich habe bis jetzt sämtliche Diäten ausprobiert. Von Kohlsuppendiät, Spargeldiät, also alles. Alles ausgetestet, wirklich. Und nichts hat geholfen. Nichts, dass ich so sage, wie jetzt bei dem Medikament. Damals spritzt sie sich schon seit knapp 4 Monaten schlank. Auch wenn Pia Wagner sich krank fühlt, ein Arzt, der ihr das Medikament verschreibt, hat sie nicht. Was ist Ihre Kilobilanz? Wie viel haben Sie abgenommen damit? 17 Kilo jetzt. 17? Mhm, ja. In nicht einmal 4 Monaten? Ja. Wo bekommen Sie das Mittel? Denn Sie sind ja keine Diabetespatientin. Ja, also ich bekomme das nicht auf Rezept. Ich sag mal, Vitamin B, da kommt man auch dran. Sie sprachen eben von einem Kontaktmann. Dürfte ich etwas konkreter sagen, ein Dealer? Könnte man schon so sagen, ja. Ja. Dass Pia Wagner Ozempic Abnehmspritzen aus kosmetischen Gründen nutzt, empfindet sie schon damals nicht als ungerecht gegenüber Diabetikern, die solche Spritzen aus medizinischen Gründen verschrieben bekommen. Der Moderator Harry Weinfort ist Diabetiker, leidet unter Übergewicht und einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit Monaten leidet der 74-Jährige auch unter Lieferengpässen bei Ozempic. Hier ist dann das Objekt der Begierde. Und hier sieht man, wie viel ich noch habe. Das reicht für 2-mal Spritzen.
Alle paar Wochen bangt Harry Weinfort, ob ihm seine Apotheke eine neue Ration besorgen kann. Für die andauernden Lieferengpässe gibt es mehrere Gründe. Einer ärgert den Moderator besonders. Weil es Ärztinnen und Ärzten gibt, die Ozempic an Leute verschreiben, für die es nicht gedacht ist. Es ist für Diabetiker gedacht, die übergewichtig sind. Das sind ja viele Diabetiker und die brauchen dieses Mittel. Aber die geben das nur an fettleibige Menschen, damit die abnehmen. Das Geschäft mit dem Traum vom einfachen Abnehmen, es boomt. Zu den Diabetes-Medikamenten Ozempic und Trulicity kam im Juli Wegovy auf den Markt, das als Abnehmspritze verschrieben wird. Seit November gibt es auch noch Mounjaro, das momentan nur an Diabetiker abgegeben wird, Anfang nächsten Jahres aber auch Übergewichtigen zum Abnehmen verschrieben werden kann. Allen Medikamenten gemeinsam ist, dass sie den Appetit zügeln und so Pfunde purzeln lassen. Stern TV will im Sommer herausfinden, nutzen auch Mediziner den Hype um Ozempic und Co. für dubiose Geschäfte aus? Wie einfach ist es, an verschreibungspflichtige Medikamente zu kommen, die beim Abnehmen helfen? Bei unserer Recherche stoßen wir auf eine Ärztin, bei der man angeblich Ozempic für ein paar hundert Euro kaufen kann, ohne in die Praxis zu kommen. Unser Lockvogel Uli macht den Test. Ich würde gerne von Ihnen das Ozempic verschrieben bekommen. Dann brauchen wir ein Blutbild, das nicht älter als 3 Monate sein darf. Das Ganze senden Sie bitte an info@. Dort wird geprüft, ob Sie geeignet sind. Dann erhalten Sie die Rechnung und die ersten 3 Rezepte. Man kann alles online machen, also ist wirklich eine tolle Sache, eine schöne Abnehmreise. Super, vielen Dank nochmal. Ja, tschüss. Am nächsten Tag lädt Uli alle nötigen Unterlagen hoch und wird zur Abnehmkur zugelassen. Sie erhält Infomaterial zu dem Medikament, das sie während der Kur wöchentlich spritzen soll. Überraschenderweise ist das nicht, wie besprochen, Ozempic, sondern eines der Alternativmedikamente, Trulicity. Uli bekommt folgende E-Mail. Aktuell kommt es vermehrt zu Lieferengpässen, sodass Apotheken das Medikament nur noch an Diabetiker aushändigen. Daher wird die Diagnose aktuell mit auf das Rezept geschrieben. Wenige Tage später ist das Rezept da. Und tatsächlich steht die Diagnose Diabetes Typ 2 darauf, obwohl Uli versichert hat, dass sie keine Diabetikerin ist. Rund 10 Monate nutzt die Influencerin Pia Wagner jetzt Abnehmspritzen, wiegt inzwischen etwa 77 Kilogramm. So schnell wie am Anfang purzeln die Kilos längst nicht mehr, obwohl sie schon einmal die Dosis erhöht hat. Das sei der Gewöhnungseffekt, der in neuesten Studien beschrieben werde, sagt der Düsseldorfer Diabetologe Professor Stefan Martin. Wenn man sich einfach nur spritzt und sich gar nichts ändert, dann gewöhnt sich der Körper eigentlich an diese Substanzen. Man muss die Dosis immer weiter erhöhen. Aber ich erwarte, dass auch derjenige, der sich da dauerhaft spritzt, irgendwann damit nicht auskommt, wenn er nicht auch an dem zweiten Faktor arbeitet. Das ist die Ernährung und auch an der Bewegung. Pia Wagner möchte sich nicht mehr lange von einem Medikament abhängig machen, das ihr Gewicht kontrolliert. Die 25-Jährige hält an ihrem Plan fest, möglichst Anfang nächsten Jahres mit dem Spritzen aufzuhören. Und sie glaubt, dass das funktioniert. Jetzt weiß ich ganz genau, auch wenn ich die Spritze absetze, dass ich danach immer noch ganz genau meine Portion einhalten muss. Auch wenn mein Gehirn sagt, Pia, du hast noch Hunger. Auch wenn mein Magen noch kein Sättigungsgefühl mir gibt, weiß ich ganz genau, okay, diese Portion reicht.